In Grünbach fliegen die Späne. Groß und klein zog es am vergangenen Wochenende zum zweiten Blockbauer- und Kettensägenschnitzertreffen auf das Gelände der ehemaligen Druckersmühle, auch Nordic Camp genannt. Besonders sehenswert und vor allem laut war das sogenannte Speed Carving. Dabei mussten die ca. 40 Teilnehmer aus ganz Europa in 45 Minuten ein selbstgewähltes Motiv in einen Holzstamm sägen. Die Figuren wurden dann vor Ort versteigert. Das Kunstwerk mit dem höchsten Gebot qualifizierte seinen Schnellschnitzer dann direkt für die deutsche Meisterschaft im Oktober in Mulda. Für alle Zuschauer, die nach dem Wettstreit Blut geleckt hatten, organisierten die Veranstalter Michael Neidhardt und Nordic Camp-Besitzer Knut Kupsch Kurse im Schnitzen und Blockbau.